Hallo Borg Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, heute ist natürlich nicht Montag, sondern Dienstag, aber auch wir machen an Feiertagen manchmal Feiertag und deswegen kommt die Montagssendung eben heute erst. Ja, was war los gewesen? Als erstes natürlich die Osterfeier, weil Osterfeuer nicht sein durfte, weil wir hier richtig trockene Wälder haben rundherum. Verständlich natürlich, dass man da kein offenes Feuer macht, hat die Borg Heider Feuerwehr ganz schnell umdisponiert und hat aus dem Osterfeuer eben eine Osterfeier gemacht und das war richtig gut besucht gewesen, war eine coole Party gewesen mit vielen Kindern, mit Hopseburg, mit Eierlaufen, Eierweitwurf, eine Spreizzange mit zum Eier transportieren, Fahrrad langsam fahren und ganz viele Sachen. Aber ich will gar nicht so weit vorgreifen. Wir haben natürlich ein kleines Filmchen für euch. Schaut noch mal kurz rein. Ganz viel konnten wir nicht filmen, da wir ja mit der Moderation der Veranstaltung auch beschäftigt waren. Bitteschön. Kein Feuer, dafür eine Feier. Eine wunderschöne Osterfeier hat die Freiwillige Feuerwehr Borg Heide ausgerichtet. Richtig so mit Fahrradfahren, Eierlaufen, Bierkrug schieben, Bier trinken natürlich, Kinder, Hopse, Spreizzangen, Eierkneifen, Zielwasser spritzen und. Also Langeweile sollte jedenfalls nicht aufgekommen sein bei dieser tollen Veranstaltung, die bis kurz vor 12 Uhr ging und das nicht vorhandene große Osterfeuer eigentlich wirklich vergessen machte. Vielen herzlichen Dank an die vielen Freiwilligen, die sich dort bemüht haben, diese Veranstaltung zu einem Highlight in Borg Heide zu machen. Das hat auch wirklich geklappt. Einen dicken Applaus der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, so viel zur Osterfeier. Mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Vielleicht wird es doch ein Osterfeuer wieder oder beides zusammen. Wir werden sehen. Jedenfalls können wir jetzt erstmal ein bisschen Regen gebrauchen und dann werden wir weitersehen. So, was gibt's noch an Nachrichten? Die Gaststätte am Waldbad lässt mitteilen, dass am 27.04. ab 19 Uhr wieder der beliebte Dart-Termin ist, wo ein Dart-Turnier stattfindet. Wie gesagt, ab 19 Uhr und auch für den 11.05. haben sie ein Highlight geplant und zwar ab 19 Uhr gibt es, wie man hier sehen kann, eine Rocknacht mit Black Beats, ebenfalls in der Gaststätte am Waldbad und der Eintritt ist frei. So, nun ist es ja auch nicht mehr lange hin. Dann Dienstag nächste Woche ist der 30. April. Da beginnt unsere Maibaumaufstellung auf dem Marktplatz. Da gibt es Tanz und Veranstaltungen und. Und auch der Mehrgenerationenspielplatz soll dann eingeweiht werden. Und nicht nur der, sondern auch die Fahrradstation soll dann öffentlich eingeweiht werden. Und danach, wie immer im Waldbad Borg Heide, der traditionelle Waldbadlauf und zwar am 1. Mai. Anmeldungen können dort noch getätigt werden und zwar über die Webseite des Waldbades. Ja, mal sehen, ob man da noch fit ist nach dem 30., nach dem Tanz in den Mai, ob man dann überhaupt noch laufen kann. So, es geht in Borg Heide eben auch so weiter, zum Beispiel mit dieser Meldung hier. Die Sozialausschussvorsitzende der Gemeinde Borg Heide, die Edda, freut sich über die Mitteilung unseres Bürgermeisters Andreas Kreibig, dass wir für den Anbau der Kita Sonnenschein einen Zuwendungsbescheid über 304.978,40 € erhalten haben. Wenn mit den Bauarbeiten alles glatt läuft, so hofft sie, dass die Borg Heider Kita-Kinder ihrer Leiterin Frau Bergholz und das Team die Räume nach den Sommerferien wieder in Besitz nehmen können. Das wäre doch mal was, wo doch schon die Planung für die neue Schule auf einem guten Weg sind. So viel zu diesen Themen. Jetzt kommen wir noch mal kurz zum Sport. Da haben wir diesmal gar nicht so viel Fußball, aber Bockwurstpokal. Auch da haben wir ein Video. Die haben wohl dieses Mal nicht so viel mit Bockwurst im Sinn gehabt, als vielmehr mit Staubschlucken. Aber auch da schaut es euch einfach mal an. Bitteschön.
Und hier nun die Bilder vom Bockwurstpokal, der diesmal in Crosswig zu Besuch war. Die Strecke war zur Vorbereitung gewässert und abgezogen worden, jedoch aufgrund der Trockenheit war die Strecke bereits im freien Training wieder sehr staubig und von den Vorbereitungen war nicht mehr viel zu sehen. Im ersten Lauf Jugend kam Philipp als Erster aus der Kurve und konnte somit den Who-Shot für sich beanspruchen. Jedoch musste er kurz darauf die Führung wieder abgeben. Im weiteren Rennverlauf konnte Philipp die zweite Position halten, ging als Zweiter hinter Malte ins Ziel, der eine sehr starke Leistung ablieferte. Im ersten Lauf Hobby in der stark besuchten Hobbyklasse ging 24 Starter ans Gatter. Marcel legte einen eher schlechten Start hin, befand sich zu Beginn des Rennens im hinteren Mittelfeld, konnte dann aber schnell zu den Top 5 aufschließen. Leider hatte er zur Mitte des Rennverlaufs wieder die altbekannten Konditionsprobleme und kam als Achter ins Ziel. Im ersten Lauf Sportfahrer Robert ging als Zweiter durch die erste Kurve, konnte dann aber relativ zügig in Führung gehen. Jedoch war zu sehen, dass Robert starke Konkurrenz im Nacken hatte. Peter Lorenz, ebenfalls ehemals Borgheider, konnte mit einer starken Leistung überzeugen. Zum Ende des ersten Laufes konnte Robert den Sieg für sich beanspruchen. Zweiter Lauf Jugend. Philipp legte einen eher schlechten Start hin, kam als Letzter aus der ersten Kurve. Er kämpfte sich bis auf Platz 3 vor, konnte jedoch seine Platzierung nicht halten und fiel auf Platz 5 zurück. Wir hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder eine stärkere Leistung zeigen kann. Im zweiten Lauf Hobby. Marcel legte diesmal einen besseren Start hin, kam unter den ersten 10 aus der ersten Kurve. Er kämpfte sich kurzzeitig bis auf Platz 2 vor, stürzte aber und musste einen Teil des Feldes an sich vorbeiziehen lassen. Konditionelle Probleme erschwerten ihm weiterhin den Kampf um die vorderen Plätze. Er kam als 14. ins Ziel. Zweiter Lauf Sportfahrer Robert ging erneut als Zweiter aus der ersten Kurve, lieferte sich ein starkes Duell mit Peter Lorenz. Allerdings konnte er die Führung nicht übernehmen und ging als Zweiter ins Ziel. Wir freuen uns jetzt schon auf eine spannende Saison. Vielen Dank an den Veranstalter für den tollen Renntag. Ja, vielen Dank an Marcel Mika und an Pascal Tomke für die Bilder und die Videos. Fußball gab es ja, wie gesagt, an diesem Wochenende keinen, denn die Mannschaft hatte Osterwochenende und konnte die Zeit wirklich genießen, weil sie spielfrei hatten. Dafür geht es am nächsten Sonntag wieder auswärts gegen die Spielgemeinschaft SV Ziesa 31 MSV Glienicke 76-2 auf dem Rasenplatz Sportplatz Glienicke Dorfstraße 31 in Ziesa. Dafür steht allerdings auch wieder der Bus fürs vom Hotel Fliegerheim zur Verfügung, mit dem bis zu 9 Fans inklusive Fahrer der Mannschaft den Rücken stärken können. Anpfiff ist diesmal allerdings schon um 13 Uhr, weshalb höchstwahrscheinlich um 11.30 Uhr Abfahrt ist, da mindestens mit einer Stunde Fahrzeit zu rechnen ist. Das liegt ja nicht ganz um die Ecke hier. So, jetzt kommen wir noch zum Wetter. Matze wird uns hoffentlich einen schönen Sommer ansagen. Bitte, Matze. Riechst du es? Hallo Borgheide, hallo Welt, hier aus dem Garten. Lutz ist auch schon wieder hier. Naja, kriegst du ja irgendwo, triffst du den ja immer. Kommen wir schnell zum Wetter, weil wir müssen noch ein bisschen was beschnattern. Dann müssen wir heute nicht so viel Arbeit zusammen machen. Wir könnten gleich die ganze Sendung hier, weißt du, so plapp, zack, durch. Nee, egal. Wetter. Was haben wir für Wetter? Wir hatten natürlich ein schönes Osterwochenende gehabt. Sonnig war es ohne Ende. Natürlich bei diesem Wetter mit dem Nachteil der Waldbrandstufe 5. Also hier die Bitte nochmal an alle, lasst die Feuer bitte aus, zum Wohle aller und damit hier nichts passiert in der Gegend, wo unsere Feuerwehr extra belastet wird mit irgendwelchen Bränden. Es brennt überall schon, Barnim und sonst wo, hat man schon gehört, deswegen aufpassen. Es geht Richtung Donnerstag nochmal mit den Temperaturen etwas nach oben und ab Freitag zieht das Hochdruckgebiet weg, aber auch das wird nicht unbedingt dafür sorgen, dass wir hier Regen bekommen. Regenvorhersage maximal und wenn auch nicht viel für den Oder- und Neiße-Bereich. Du musst da hingucken, oder interessiert dich das nicht hier? Guck mal, doch. Schöner Baum. Ne? Ja, schöner Baum. Ja. Ja, und so wird es im Prinzip weitergehen. Bisschen Abkühlung ab dem Freitag. Freitag ist übrigens der Tag, wo wir unsere Geburtstagsfeier machen. Genau, da wird es heiß. Ja, Glühwein gibt es aber nicht mehr. Das nein, fällt aus. Nein. Geburtstagsfeier, genau. Ja, am Jugendclub. Am Jugendclub. Bei bestem Wetter. Abends natürlich ein bisschen warme Sachen anziehen. Feuer werden wir nämlich nicht anmachen diesmal. Nicht wahnsinnig. Und ja, bis dahin. Wir freuen uns und drauf die Woche geht es ja gleich weiter mit Party, Spaß und Sport. Aber das wird ja der Lutze eben hoffentlich alles schon erzählt haben, dass nicht in dieser Woche das passiert, sondern in der nächsten Woche. Aber wenn man das nur am Montag ansagt, in der nächsten Woche, dass Mailauf und Maibaumaufstellung ist und was nicht noch alles, muss man ja ein bisschen eher auch ansagen. So, genug geredet? Ja.
Gut. Wir haben noch zu tun. Wir haben zu tun. Tschüss. Na okay, wir werden sehen. Ich tippe mal darauf, es gibt keinen Regen, obwohl wir uns den dringend wünschen. Aber es soll ja trotzdem warm bleiben. Wir schauen mal, was das so wird. Und bevor ich hier wieder den offiziellen Abgesang mache, noch einmal möchte ich noch mal erinnern an unsere Geburtstagsfeier am 26.04. ab 16 Uhr im Jugendclub Borkheide. 3 Jahre Borkheide News TV gibt es jetzt schon. Da gibt es auch ein bisschen was zu feiern mit Bratwurst, Bier, Mucke und natürlich mit dem einen oder anderen Schwatz. Ja, wer Lust hat, kommt uns da besuchen. Dann können wir miteinander reden über das, was wir machen, über das, was wir vielleicht ändern. Oder vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere, der mal gerne mitmachen möchte. So, das war's dann für heute schon wieder. Wir sehen uns wieder tatsächlich aber am nächsten Montag. Bis dahin alles Gute, euer Lutze und genießt noch die letzten Osterferien. Und tschüss.